Einsatzbesprechung. Offensichtlich weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Claytons Team geht mit ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Für das Missionsziel vergesse ich jetzt, was für ein mieses Arschloch du bist. Jody, ich... Es... Weißt du was? Vergiss es einfach. Gut. Ich finde das sehr ermüdend. Wenn sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als sie zu töten. Natürlich töte ich sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat sie geschickt? Aiden, wo bist du? Es ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten! Der Schneesturm wird noch stärker! Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen! Verstanden, Aiden? Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Diese Mission kann ja wirklich sehr lustig werden. Mit diesen Leuten an meiner Seite. Und wir haben schon gesehen, wie es enden wird. Oder wie es möglicherweise enden könnte. Wir erfahren.
frieren hier draußen. Das sah nicht gerade viel. Bitte ein Versteck für uns suchen. Vielversprechend aus. Ein Bonus freigeschaltet. Da ist ein Haus dort hinten. Ich seh's. Dann los. Wie kalt das sein muss. Shit! Diese verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage. Wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, wenn's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisungen. Eieiei. Was habe ich da gerade gemacht? Sonst zerfrieren wir heute Nacht. Habe ich etwa das C4 scharf gestört? Ich muss raus. Ich muss dringend pinkeln. Ich hoffe ja nicht. Verdammtes Genie. Gib mir 5, Vince. Siehst du das, Jody? Ja. Ja. Ganz toll, Jungs. Ja. Feiert ihr euch mal. Ohne mich hättet ihr das gar nicht geschafft. Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern bei dem Sturm. Du bist noch sauer auf mich, ja? Hey, vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. Ja, hast es wohl verkackt. Geh nicht zu weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Irgendwas wird gleich passieren. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich erfriere hier. Bei minus 40 Grad.
Alter Schwede. Als ob sie sie nicht gesehen hätten. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los. Jetzt wird's spannend. Dann auf geht's, den Spuren hinterher. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. Also das hättet ihr auch von alleine gefunden, aber okay. U-Boote. U-Boote. Wofür auch immer. Das sind die Panzerwagen. Soldaten. Sie laden Kisten ein in U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden? Bin schon dran. Kümmere dich darum. Ist mir ein Vergnügen. Mal schauen, auf welche Art und Weise das möglich ist. Gut, das hätten wir schon mal. Noch kurz das Tor öffnen. Und dann mal schauen, wo es hingeht unter Wasser. Sekunde, okay? Okay, mal schauen.
Ich denke mal, wir müssen das letzte U-Boot nehmen, das hier noch ist. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Weiß ich. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Sobald wir zurückkommen, müssten wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, Nick. Ryan und Jody. Sprengstoff. Ob das eine gute Kombo ist? Schwer zu sagen. Klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Auf geht's. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Holy shit. Einfach mal ein U-Boot steuern. Okay. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Peilung. Okay, auf dem Radar ist schon was zu sehen. Oh shit. Ja. Siehst du das Licht? Ich hoffe, er will keine Antwort. Ich glaube nicht, dass das gut rauskommt. Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! No, komm schon. Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Holmes. Jody, nein. Jody Holmes. Agent 894732. Ich bin bei der CIA.
Die CIA weiß also von unseren Experimenten. Und was ist mit der Existenz, die das Eindämmungsfeld gefangen hat? Wir sind verbunden. Ich wurde so geboren. Faszinierend. Die Amerikaner wissen also tatsächlich auch von diesem Phänomen. Ich muss meine Vorgesetzten informieren. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Werden wir sehen. Tut mir leid, Ryan. Was jetzt? Gute Frage. Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Aber ich überlege mir was. Einfach aufs Bauchgefühl hören. Gut. In Basis der Feinde. In der Basis der Feinde. Ich glaube nicht, dass uns das was bringt, wenn wir ganz nach hinten gehen. Gab es auch eine andere Möglichkeit? Jody, was ist da los? Was ist ein? Draußen bleiben. Okay, von hier kommen wir gerade. Schlafseele. Essensraum. Und duschen. Aiden, ich brauch dich. Ja, ich komm gleich. Hier sind drei Leute, vier Leute. Okay. Ich denke, wir müssen uns den Typen hier schnappen. Der jetzt schon nicht mehr hier ist. Gut. Ne, der war hier. Ich gleich noch kurz schauen, was hier ist.
Vielleicht könnten wir hier irgendwie das Schutzschild ausschalten. Und dort können wir eine Waffe graben. Wir nehmen dich mal. Wo bist du, Aiden? Warte, dreh dich um. Okay. Hätte sein können, dass er schnell genug gewesen wäre. Okay. Dann schnappen wir uns hier eine Waffe. Machen wir das Rambazamba. Der sah doch, glaube ich, genau gleich aus. Der hat wahrscheinlich nicht viel mehr Zutritt als er hier. Obwohl, möglicherweise. Wer ist das denn? Das sieht irgendwie special aus, der dunkelhäutige Typ. Okay, bringt uns ja nichts. Schnappen. Haja. Geht doch. Geht's los. Rambazamba in the house. Tja. Schon doof. Was läuft denn hier jetzt ab für ein krankes Spiel? Wir haben offensichtlich die Anomalien geweckt. Schon, Jody. Ich bin hier. Du bist hier. Alles wird gut. Schnell. Hol mich hier raus.
alles gut. Rein Sie. Schnell. Ja, wir müssen ihn zuerst heilen. Komm schon, was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Okay, funktioniert gerade irgendwie nicht. So wie es sollte. Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Kannst du laufen? Ja, ist klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jodie, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jodie. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Ja. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Sorry, ich wusste nicht, dass das der Verhörraum ist. Okay, gut. Haben wir den? Holy shit. Verdammt. Ist das richtig? Sieht zumindest richtig aus. Okay. Holy shit. Darth Vader ist am Start. Ja, ich auch. Nicht weit weggehen. Wir schaffen das. Alles pechschwarz. Dem Ding muss es doch Licht geben. Ruhig bleiben, Aiden. Alles gut. Holy shit. Das ist die Kluft. Sieht mir so aus.
Eins platziert. Nummer zwei auch platziert. Bleibt wohl noch. Oh, die Smokes. Eins übrig. Und dann schleunigst weg von hier. Irgendwas muss doch noch passieren. Ja, gut, dass ich mir nicht gemerkt habe, von wo ich gekommen bin. Okay, von dort. Alle guten Dinge sind drei. Go, Jody. Komm schon. Holy shit. Du stirbst heute hier mit mir, bitte. Die größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück! Scheiße, da war ich gerade nicht vorbereitet drauf. Oh, shit. Ja, lange Arbeit! Und alles umsonst! Fuck. Das. Heute nicht sterben. Das bist du. Oh shit. No, komm schon. Holy shit. Alter. Oh shit. Go, 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 shoot.
Lass mich los. Oh Mann. Schon. Wir schaffen das. Go, 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 go. Scheiße. Wo zum Teufel bist du? Hat der Typ mich jetzt im Stich gelassen? Komm schon. Okay, doch nicht. Okay. Hast du gedacht, ich lasse dich hier? Eigentlich schon, ja. Was ist passiert? Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Wir haben ein Leck. Wir werden ertrinken. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja, klingt nach einem vernünftigen Plan. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Was? Komm schon. Boah, das muss so kalt sein. Immer noch sauer auf mich. Nein. Mir ist zu kalt, um sauer zu sein. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt, aber ich liebe dich, Jody. Unter anderen Umständen wäre ich sehr bewegt. Ich wollte, dass du es weißt, falls wir hier drauf gehen. Gut. Also, was ist mit dir? Liebst du mich denn auch? Insgeheim eigentlich ja. Ja. Ja, ich liebe dich, Ryan. Gut. Küss mich. Bis die Lippen zusammenfrieren.
wir sehen uns auf der anderen Seite. Nee, komm schon. So kann es nicht enden. Drachenhöhle. Sie und sehr viel präsenter Anspieler haben diesen Weg genommen. Was damit das Prozent angezeigt werden kann, müssen Sie angemeldet sein. Bei Kunden mit Altersbeschränkungen wird Prozentzahl möglicherweise auch nach der Anmeldung bei PSN nicht angezeigt. What? Wieso kommt jetzt das plötzlich? Ich spiele auf dem PC, Mann. Okay, oh, hä? Unentdeckter Weg im Verhör geredet. Ryan verziehen, früh verhaftet worden, aus der Basis entkommen. Ryan, ich liebe dich gesagt. Okay, diese Aufnahme ist eigentlich gleich nach der anderen, also nach der letzten Folge entstanden. Und es hat sich nichts geändert, von daher, keine Ahnung, wieso das jetzt so angezeigt wird. Dann wissen wir halt nicht, wie viel Prozent der Spieler diesen Weg genommen haben. Gut, dann halt nicht Spiel, danke. War wirklich wieder mal sehr aufregend. Und ich hoffe mal, wir sind jetzt nicht gestorben oder tot oder erfroren. Aber ich denke mal nicht, denn sonst wäre wahrscheinlich das Spiel jetzt anders geendet. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Beyond Two Souls. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind, 'cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to call. Cause you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. I let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone.